Moin allerseits und willkommen zurück zu Nier Automata und schön, dass ich quasi, als ich diese Wettrennquest machen wollte, gar nicht wusste, dass ich gar keine Chips mehr habe, um meine Bewegungsgeschwindigkeit und Ausweichreichweite zu erhöhen. Das war sehr toll. Und deswegen musste ich erstmal zu Emil hin, der da hinten schön vor sich hin trillert, damit ich mir ein paar Chips kaufen konnte. Vorausgesetzt natürlich, er hatte überhaupt irgendwelche Chips. Ja, das hat auch ein bisschen gedauert, bis er dann mal welche hatte. Supi. Aber schön, dass ich aus irgendeinem unerklärlichen Grund, als ich an denen hier wieder vorbeigelatscht bin, plötzlich irgendwas getriggert habe, wodurch ich jetzt mit dem reden kann, was ich vorher die ganze Zeit nicht konnte. Und ich weiß nicht warum. Und ich bin nicht das erste Mal an dem vorbeigelatscht. Kein Schimmer. Na egal, dann rede ich mal mit dem. Was hat er denn eigentlich für eine Quest? Ich werde versuchen, ein paar ihrer defekten Schaltkreise zu reparieren. Ah ja, stimmt ja, genau. Die haben bemerkt, hey, das Ding lebt noch und 2B meinte, komm, vernichten wir es. Und 9S meinte dann, nee, lassen wir, vielleicht können wir noch was von ihr lernen. Genau, so in der Richtung war's. Warum? Damit wir mehr über die Maschinen erfahren können. Meinst du nicht, es könnte sich lohnen? Wenn du meinst. Ich werde eine intakte Schraube brauchen, um die Reparatur abschließen zu können. Emil, kannst du mal abhauen? Das ist zum Glück jetzt nicht gerade nervig, weil es nicht so nah ist. Vielleicht finden wir eine in den Überresten der anderen Feinden. Pot, suche nach den Positionen relevanter Feinde. Was? Wie, ich darf jetzt farmen gehen, oder wie? Ich muss jetzt farmen? You know, I'm still not sure any of this is a good idea. The more data we have, the better, right? Ja, aber... We can use this screw to repair that big machine. Oh. Wie, ich hab die Schraube schon, oder was? Okay, cool. Was? Du hast jetzt allen Ernstes 47 Minuten benötigt, um eine einzige Schraube irgendwo reinzuschrauben? Sag mal, nein, du bist kein Handwerker, kann das sein? Also gut, schauen wir mal, was wir haben. Ich, W, Gels, 110, Gena, was? Ich wurde im Kalle, was? Hi Kalle. Erbittung des Startsequenzes oder was? Was? Ich habe keinen Schimmer, was das Ding da jetzt sagen tut. Dieses Ding kann sprechen? Es scheint irgendwelche Daten abzuspielen. Maschinen haben kein Bewusstsein, weißt du? Das sagst du jetzt, aber später vielleicht nicht mehr, ne? Ich konnte ein paar Daten aus seinem Speicher auslesen. Es scheinen Informationen über die Fabrik zu sein, in der sie hergestellt wurde. Ich speichere sie in einem lesbaren Format. Ah ja, lesbares Format sind 3000 G und 500 Erfahrungspunkte, oder was? Ach nee, ein Archiv. Okay, cool. Ist das alles? Nein, da scheint noch mehr zu sein. Aber ich brauche noch mehr Teile, um auf den Rest zugreifen zu können. Schauen wir mal. 4 intakte Schrauben und ein großes Zahnrad sollten reichen, um die Lücken in den Schaltkreisen zu überbrücken. Schön und gut. Okay. Target location data obtained. Marking on map. Die Sachen habe ich doch garantiert bestimmt auch alle, oder? Did you learn anything from the factory data? Just how it was manufactured. Pretty boring actually. There's still a lot about machines that we don't understand. Gather as much data as you can, no matter how irrelevant it may seem. Kann ich jetzt gerade wirklich nicht mit dem Ding reden? Oh, ich muss wirklich hier farmen gehen. Och, Menno. Okay, das Farmen ging erstaunlich schnell. Ich musste nur mal eben kurz um die Ecke zwei Gruppen auseinandernehmen und schon hatte ich meine intakte Schraube, die mir noch fehlte. Also so mag ich's gern, wenn die Quest schnell geht. Oh, was denn jetzt? Ach, dafür hast du jetzt 53 Minuten nur benötigt, um 4 Schrauben einzubauen und ein großes Zahnrad? Mensch, nein, S, du verbesserst dich gerade und... Ich weiß ja nicht gerade, wo 9S gerade hingucken tut, aber ich habe das Gefühl, dass er jetzt nicht unbedingt auf den Goliath guckt, sondern wahrscheinlich er sich gerade zwei andere Roboter anguckt. Ich habe nichts gesagt. Schauen wir mal, was wir haben. Oh. Das sah aber interessant aus. Mein Name ist Engels, Seriennummer 110B. Wow. Ich mach das Geräusch, glaube ich, immer noch nicht richtig. Ich wurde im Kalenderjahr AD 11.934 der Menschen hergestellt. AD? Was heißt denn das?
Im August desselben Jahres begann mein Einsatz. Erbitte Bestätigung des aktuellen Status. Das Ding wird immer gesprächiger. Erbitte Bestätigung des aktuellen Status. Nun, du wurdest von uns Androiden besiegt, deshalb kannst du dich nicht bewegen. Und daher solltest du uns jetzt alle geheimen Informationen übergeben, über die du verfügst. Verstanden. Das geht jetzt aber sehr einfach. Wes? Das war überraschend einfach. Mein Auftrag ist bereits abgeschlossen. Mein Kommandant ist abwesend. Ich habe keinen Befehl, geheime Informationen zurückzuhalten. Das ist aber nicht gerade gut für euch, ehrlich gesagt. Doch als Kampfwaffe verfüge ich nicht über große Datenmengen. Ach so, okay, dann scheint's wieder egal zu sein. Ihr solltet nicht allzu viel erwarten. Das werden wir bedenken. Okay. Und du? Warst du schon? Emil, kannst du mal endlich mal abhauen? Ich meine, du bist die ganze Zeit so eine Art Evil Knievel und rast dir durch die Gegend, als gäb's keinen Morgen mehr. Anscheinend, weil du echt zu wenig zu tun hast in deinem Leben. Naja, okay, ich meine, du bist wahrscheinlich ein paar Jahrtausende schon am Leben. Hi, die Kamera spackt ein bisschen rum. Vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Vor was? Das trifft die Situation nicht so ganz. Bitte besucht mich wieder. Warum? Weil ich nichts zu tun habe. Willst du damit sagen, dass du Langeweile hast? Scheint so. Was für eine seltsame Maschine. Guck dir mal das Ding da an. Okay, das ist eigentlich keine Maschine, aber okay. Ist die Quest jetzt wieder aktualisiert? Warte mal, muss ich einfach nur weggehen? Ich geh mal weg. Oder ich... Keine Ahnung. Ich verschwinde einfach mal. Und komm dann wieder zurück. Oh, wait. What? Das ist ja jetzt schon wieder. Ich muss gerade mal nur ein paar Meter weiter weglatschen und schon habe ich die Quest wieder getriggert. Ja, sehr nice. Also Emil ist gerade so ein bisschen dezent am Nerven irgendwie. Hallo, Androiden. Ich habe nichts zu tun. Erzählt mir eine Geschichte. Was? Sehe ich aus wie ein Kindermädchen oder was? Wie bitte? Es gibt nicht viel, das wir dir erzählen können. Die meisten unserer Daten sind geheim. Eine Geschichte aus der Vergangenheit wäre schön. Erzählt mir davon, wie diese Stadt einst war. Tja, ich schätze, das können wir versuchen. Diese Stadt war einst die Heimat vieler Menschen. Unzählige Menschen? Etwas in der Art. Kannst du dich nicht daran erinnern, sie von hier vertrieben zu haben? Als ich hergestellt wurde, waren die Menschen bereits weg. Alles, was ich kenne, ist der Ruin und Androiden. Trotzdem, erwarte nicht, dass wir dir die Sünden deines Volks vergeben. Maschinenwesen begreifen das Konzept der Sünde nicht. Lass uns gehen, Tobi. Klingt gut. Okay. Muss ich wieder weggehen und triggern? Ich mach's einfach mal. Also das ist wirklich eine einfache Quest und einfach nur hin und her latschen muss, um dann wieder die Quest zu triggern. Vielen Dank, dass ihr mich besucht habt. Ich bin nur ein paar Meter weggelatscht. Wie geht es dir? Jetzt auf einmal so nett, Tobi? Wie sagt man, es muss? Sagt man das so? Ich habe in den Aufzeichnungen der Menschen gelesen, um mich zu beschäftigen. Das hat mich vor einer Frage gestellt. Schieß los. Was ist Nacht? Nacht? Warte doch einfach, bis es Nacht wird, dann weißt du das. Wo ist das Problem? Du meinst bestimmt den Zyklus aus Licht und Dunkelheit, den es einst gab. Stand es so in den Aufzeichnungen, ja? Wie einst gab. Heißt es dann quasi, dass sich hier diese Welt gar nicht mehr dreht, oder was? Das ist ja interessant. War das auch im ersten Teil schon so, dass die Erde sich nicht mehr gedreht hat? What? Die Sonne verlässt den Himmel nicht mehr, aber anscheinend ist sie früher regelmäßig mehrere Stunden lang hinter dem Horizont versunken. Wenn dies geschah, dann sah es so aus, als wenn man aus einem Fenster des Bunkers blickt. Das wusste ich nicht. Ich würde gerne einmal die Sterne sehen. Okay. Dafür, dass du eigentlich in gewissem Maße eine riesige Mördermaschine bist, bist du komischerweise extrem nett.
Na gut, was hast du denn jetzt zu sagen? Nix. Okay. Was ist los? Du wirkst ziemlich niedergeschlagen, selbst für eine Maschine. Meine Lebensdauer neigt sich ihrem Ende entgegen. Bittest du uns, dich zu reparieren? Das wäre eine ziemlich egoistische Bitte. Nein, repariert mich nicht. Hm? Ich habe über etwas nachgedacht. Erinnert ihr euch daran, von Sünde gesprochen zu haben? Ihr hattet recht mit dieser Formulierung. Ich habe viele von euch getötet. Ich habe unzählige Androiden auf dem Gewissen. Als ich noch an das Netzwerk angeschlossen war, bedeutete mir das gar nichts. Doch jetzt verstehe ich. Ich verstehe den Kummer, den ich euch zugefügt habe. Ich muss büßen. Moment mal, meinst du etwa du... Meine Existenz endet. Ich sterbe. Bitte nehmt meine Teile und nutzt sie woanders. Lebt wohl, Androiden. Ah. Okay. Da ging mal eben einfach mal der Akku kaputt, beziehungsweise leer. Und ich krieg ein paar 6-Plus-Chips. Und einen neuen Archiveintrag. Wow. It just chose death. We're no different. Huh? How so? We've destroyed machines beyond counting. Perhaps someone sees that as a sin. To be. Möglich wäre es vielleicht. Kannst du mal endlich die Klappe halten da unten? Es... Schnauze! Mann, du bist so nervig manchmal. Hat sich einfach mal eben abgeschaltet oder was, beziehungsweise... Ich verreckt. Aber was mich wirklich gerade fragen tut, ist wirklich, wenn das hier sich einfach nicht mehr drehen tut, alles. Also die Erde stillsteht, wieso... Hä? Ich frag mich jetzt gerade echt, ob das auch im ersten Teil so war. Und vor allen Dingen, wenn hier die Erde sich nicht mehr dreht, ich merke gerade, da gibt's ein kleines Problem, ne? Wie soll das funktionieren, ohne dass hier alles verbrennt und verkohlt ist? Weil wenn es in der Realität nämlich auch so wäre, dann wäre es da, wo Nacht ist, keine Ahnung, minus 100 Grad und da, wo Tag ist, theoretisch 100 Grad. Oder das ist hier irgendwie in der Zwischenphase, wo Dämmerung ist, weil das sieht ja hier nicht gerade hell aus, ne, wenn ihr in den Himmel guckst. Hier geht's ja zum Beispiel Richtung Dunkelheit langsam. Und hier geht's wiederum Richtung Helligkeit. Könnte sein, dass es so in dieser Zwischenstelle ist. Na egal, ich gehe dann mal zur nächsten Quest. So ein klein bisschen finde ich es ja gerade irgendwie interessant, dass ich hier anscheinend in diesem Kapitel hier irgendwie größtenteils irgendwie Quests bekomme, die eher depressiv wirken? Also quasi mehr so in Richtung Tod gehen ständig und irgendwie nicht gerade so positiv zu sein scheinen. Apropos Kapitel, ich bin hier nicht in Kapitel 4-5, sondern 6-5. Um das mal ein klein wenig richtig zu stellen, was hast du denn eigentlich da für eine Quest, hä? Ab heute nimmt das Waldgeschäft den Betrieb auf. Bitte bestellen Sie ausgiebig und kaufen Sie tatkräftig ein. Das wollte ich jetzt aber nicht haben. Was? Also, ich weiß, es klingt vielleicht merkwürdig, aber du siehst wie jemand aus, der sich sehr über Gastronomie interessiert. Der sich sehr für Gastronomie interessiert. Was? Wie wandert denn? Ich meine, ich sehe vielleicht ein klein wenig aus, als wäre ich ein Kellner. Aber ich bin keiner. Oder hast du schon mal einen Kellner gesehen mit einer Augenbinde im Kopf? Weißt du, ich betreibe Lebensmittelforschung, falls sich die Menschheit irgendwann zu einer Rückkehr zur Erde entschließt. Das bezweifle ich sehr. Bei diesen Menschen hat sich doch ständig alles ums Essen gedreht, richtig? Naja, auch um Kleidung und Unterkunft, aber hauptsächlich ums Essen. Ja, das stimmt, aber sowas von... Wir sind sowas von eine verfressene Spezies. Gott, also, hast du nicht diesen einen komischen Film da gesehen, Wall-E? So sehen die Menschen in Wirklichkeit aus, das sind einfach nur noch Blobs. Wie auch immer, überall im Land sammle ich Zutaten zu Forschungszwecken. Und ich wette, du kannst mir helfen. Stimmt doch, oder? Klar. Tausend Dank. Also, Fleisch steht auf der Liste, ganz oben. Natürlich. Dann musst du für mich sowohl Rotwild als auch Wildschweinfleisch finden. Hab ich doch schon. That should do it for the deer and boar meat.
Guess we should report back to the trader. Ja, kein Problem. Ich stehe schon direkt davor, ne? Okay, schauen wir mal. Rotfield, Wildschwein. Ja, das ist alles. Ja, das habe ich schon die ganze Zeit in der Tasche. Das habe ich wahrscheinlich seit Anfang des Spiels in meiner Tasche. Jetzt kannst du ja mal raten, wie frisch das Fleisch aber allerdings ist, ne? Wird bestimmt nicht gut schmecken. Ist aber bestimmt bei dir egal, du bist ein Androide. Ich sag dir was. Wenn du das hier mit Salz und Pfeffer brätst, bumm, Geschmacksexplosion. Angeblich, ja. Minus den ganzen Gammelfleisch, den ich wahrscheinlich mittlerweile in der Tasche habe, ne? Ich meine, das Fleisch, was ich habe, das muss ja schon sowas von am Rotten sein, oder nicht? Apropos Fleisch, Hirschfleisch, also das von Albinus, ist verdammt wertvoll. Gibt, glaube ich, 22.000 pro Fleischstück. Und ich glaube, diese Keiler geben anscheinend, glaube ich, auch Fleisch. Weiß ich aber nicht. Ich habe mal einen Albino-Keiler gesehen, aber habe kein Fleisch bekommen, sondern nur Fell. Schade irgendwie. Hast du es schon mal probiert? Bei den Kampfmodellen des Widerstands ist es sogar ziemlich beliebt. Nicht, dass es viel bewirken würde. Die Menschen waren schon faszinierend, nicht wahr? Allein ihr Wissen über das Kochen reicht aus, um mich umzuhauen. Was glaubst du, was mit uns Androiden geschieht, wenn sie irgendwann einmal zurückkommen? Ihr werdet entwaffnet sein und wahrscheinlich einfache Zivilisten sein. Ich meine, wir wurden zum Kämpfen erschaffen. Und wenn es nichts mehr zu kämpfen gibt... Ja, meine ich ja. Ja, vergiss es. Wir haben alle unsere Arbeit zu erledigen. Stimmt's? Ich werde mich mit der Fischzucht beschäftigen, solange ich kann. Immerhin hat sich das Leben in Meer und Flüssen wieder gut erholt. Wenn die Menschen also zurückkehren, werde ich sie mit einem großartigen Festessen begrüßen. Wir sehen uns. Das bezweifle ich sehr. Okay. Die Quest ist jetzt schon abgeschlossen. Das war jetzt aber... eine sehr schnelle Quest. Cool. Dann, was habe ich denn jetzt für eine Quest noch offen? Die einzige, die ich jetzt noch offen habe, ist die von Pascal, wo ich das Archivwissen zusammensammeln soll. Und das Archivwissen übrigens, ich glaube, ein einziges Buch ist gerade mal das, was benötigt wird, um quasi diese Quest abzuschließen. Und zwar so ein Buch für eine Anleitung für Nuklearwaffen, was ich zufälligerweise auch schon habe. Ich glaube, dann würde ich mal hingehen und abgeben, ne? Gut, Tachchen Pascal, ich hab dein Wissen, was du suchtest. Ah, lass mich mal sehen. Meine Güte, das sind in der Tat sehr wertvolle Informationen. Tja. Unser Wissen über Kernfusionstechnologie ist schon vor langer Zeit verloren gegangen. Sie ist eine technische Herausforderung, von den üblen Umweltauswirkungen ganz abgesehen. Daher hatten unsere Schöpfer diese Daten verschlossen. Es tut mir leid, Nines, aber ich kann diese Informationen nicht annehmen. Sie sind einfach zu gefährlich. Aha. Trotzdem danke ich dir, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Bitte erlaube mir, dich dafür zu entschädigen. Okay, ja, danke. Warte mal, die Quest ist nicht abgeschlossen? Ich dachte, die Quest ist jetzt dann abgeschlossen, weil ich, Hä? Ich geh mal weg. Ah. 9S? Was meinst du? Wird es mir mein Volk verübeln, die Nukleartechnologie ignoriert zu haben, falls das Dorf irgendwann mal zerstört werden sollte? Ich weiß es nicht, Pascal. Das kann ich nicht beurteilen. Ich verstehe. Ehrlich gesagt, ich glaube, das würde wahrscheinlich nicht unbedingt allzu gut sein, wenn du nukleare Technologie besitzen würdest. Oder? Ich meine, stell dir mal vor, du hast irgendwelche Nuklearwaffen. Bomben höchstwahrscheinlich. Würdest du die benutzen, wenn dein Dorf angegriffen wird? Ich glaube, die Bomben würden wahrscheinlich weitaus mehr Schaden verursachen, weil dein Dorf wäre dann weg vom Fenster. Ich meine, du bist eine Maschine. Kannst du soweit nicht vorausdenken? Jetzt habe ich keine Quest mehr hier. Außer die Hauptquest und die DLC-Quest. Ich glaube, dann gehe ich einfach mal in ein anderes Kapitel rein und dann zu schauen, ob ich da noch irgendwas machen kann.